Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Kennen Sie Sprossensamen und Sprossen? Haben Sie schon einmal Sprossen gegessen? Was Sie sich damit Gutes tun können, darüber spreche ich gleich mit Marco von Moos, Landwirt und Sprossenexperte. Bis gleich! Hallo Marco, herzlich willkommen im Studio. Grüezi Rolf, herzlichen Dank. Ja, wie bist du zu Sprossen gekommen? Das ist ja ein älteres Thema, Sprossensamen. Grundsätzlich Samen wurden schon den alten Ägyptern mit ins Grab gegeben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren viel darüber gehört zu haben oder habe das irgendwie konsumiert, ohne mir dessen bewusst zu sein. Wie bist du drauf gekommen und was steckt denn in diesen Sprossen drin? Ja, genau. Ich bin auf die Sprossen gekommen, weil ich die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht habe und da lernt man, was muss ich machen, damit meine Tiere die beste Leistung bringen, gesund bleiben. Und jedem Bauer ist es dann sonnenklar, dass wenn er leistungsstarke, kräftige Tiere will, die Kühe zum Beispiel, dass er frisches Gras braucht. Und wenn man da rumrechnet, Ernährungspläne für Kühe, dann ist man immer bei jungem, frischem, aufbauenden Gras. Mich hat dann weniger interessiert, was braucht es für große Milchleistungen und Fleisch, weil ich vegetarisch unterwegs bin. Was mich interessiert hat, ist, was muss ich essen, damit wir Menschen oder ich Leistung habe und Energie und gesund bleibe. Und das kann bei uns Menschen gar nicht anders sein. Auch bei uns geht es um die Frische. Aber es ist gar nicht so einfach. Wie kommt man an die Frische ran? Und gerade auf die Jahreszeit, wo wir jetzt hinsteuern, Winter, dann gibt der Garten oder das Angebot wird immer kleiner. Mhm. Dann kommt das Gemüse irgendeinmal aus Spanien, aus einem Treibhaus. Und dann ist es leider nicht mehr die Frische, welche wir benötigen. Ja, wir haben ja da die Transportwege, wir wissen auch nicht, wie das Gemüse herangezogen wird. Ist es Kunstlicht, wo man vielleicht nicht das ganze Sonnenspektrum drin hat, oder ist es Sonnenlicht? Genau. Ja, genau. Also wenn man, da kann man sich schlau machen im Internet, da weiß man heute, dass zum Beispiel eine Tomate auf Substrat wächst in Spanien. Unter einem riesen Energieaufwand, beheizte Treibhäuser und mit einer Nährlösung ernährt. Und dann fragt man sich, warum hat diese Tomate plötzlich keinen Geschmack mehr? Mhm. Also die Pflanzen, die werden oft gezwungen, Nährlösungen aufzunehmen. Die Pflanze kann dann nicht entscheiden, will ich die aufnehmen, die Salze, oder nicht. Also sie wird gezwungen und dann fehlen aber die wichtigen anderen Spurenelemente, wo dann den Geschmack ausmachen. Und man kann heute sagen, Geschmack hat auch immer etwas mit Inhaltsstoffen zu tun. Und wenn man dann zum Beispiel mal ein Radieschensprosse probiert, dann merkt man plötzlich, was wieder Inhaltsstoffe bedeutet, weil so klein wie diese Sprossen auch sind, die haben bereits die ganzen Informationen vorhanden, wo sagen, ich werde einmal ein Radieschen und ich sehe so aus und ich schmecke so. Das ist mein Geschmack und das ist das Schöne. Also wir haben gesagt, die Transportwege sind ein Problem. Also die Produkte, die werden vom Lebensprozess abgeschnitten und durch das Abschneiden vom Leben gehen da innerhalb kürzester Zeit bereits einige wichtige Inhaltsstoffe verloren. Also heute weiß man, dass Enzyme nur in etwas Lebendigem vorkommt. Und in der Bioszene kennt man das, dass nur Leben wieder Leben erzeugt. Und weil wir durch die Nahrungsaufnahme kommt es zum Informationsaustausch zwischen dem Lebensmittel und uns. Also sprich,
wenn es mir gut tut, dann unterstützt diese Information von diesem Produkt, unterstützt meine Information. Also wir bekommen jedes Mal, wenn wir etwas essen, ein Update, sage ich mal so, damit der Körper weiß, was das ist. Und dass die Leute jetzt verstehen, von was ich genau spreche, habe ich einige Bilder mitgebracht. Und zum Beispiel ein wichtiges Bild ist das von Fritz Albert Popp, der sagt, je mehr Licht ein Produkt gespeichert hat, je mehr Informationen kann es uns übertragen. Also wenn ein Salatblatt, sind zwei Salatblätter, ein frisches und ein verwelktes Blatt, haben eine ganz andere Lichtspeicherfähigkeit. Und genau diese Speicherfähigkeit macht dann, oder diese Frische macht es, dass möglichst viel Licht in unserem Körper ankommt. Und das Licht kommt im Ausdruck in unserem Körper zum Beispiel mit Ausstrahlung wieder hervor. Also es strahlt. Mhm. Wenn wir vermehrt so essen oder wenn wir essen, dass wir Getreide mahlen, backen, verkochen, raffinerieren, wichtige Inhaltsstoffe rausnehmen, synthetisieren und so weiter, dann kommen wir immer weiter von dieser Frische, von dieser Lichtspeicherfähigkeit weg. Also Frische ist nicht nur für die Kühe sehr wichtig, sondern auch für uns Menschen. Denn wenn etwas frisch ist, hat es Licht gespeichert. Und Licht ist wichtig, dass diese Information kommt. Und dann gibt es wunderbare Bilder von Soyana. Und Soyana hat das hingekriegt, dass zum Beispiel die Lebens- und Ordnungskraft eines Produktes dargestellt werden kann. Also wenn ich spreche vom Informationsaustausch, wir essen und wir nehmen nicht nur Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße oder sekundäre Pflanzenstoffe zu uns, wenn im Optimalfall, sondern wir nehmen noch eine Information zu uns und das konnten Sie so darstellen. Und jedes Produkt hat wieder eine andere Harmonie oder eine schöne Darstellung. Und diese Information kommt zu uns, wenn wir das essen. Das heißt, das Licht ist das Transportmittel für lebenswichtige Informationen. Exakt. Und wie ist denn das, wirkt das nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern kann sich das auch auf die psychische, auf die emotionale Ebene ausweiten, dieses Licht oder diese Lebensinformationen? Das ist ein guter Punkt. Also es macht für uns einen Unterschied, ob wir pflanzlich vollwertig essen oder ob wir pflanzlich Industrieprodukt essen. Also diese Informationen gehen verloren, wenn wir da nicht dem Leben, sage ich mal, nicht dienen. Also das Leben reagiert sehr empfindlich, wenn wir da etwas rumbasteln, sage ich mal. Und weil wir selber ein feinstofflicher und grobstofflicher Organismus sind, ist anzunehmen, wenn wir diese Lebenskraft und Ordnungskraft schwächen, dass immer weniger lebensunterstützende Informationen bei uns ankommen. Und dann kann es vorkommen, und das sieht man auch in Entwicklungsländern, dass die trotz genügend Nahrungsmitteln an Kohlenhydraten und so, dass die Körperzellen regelrecht verhungern, weil das so weit weg vom Natürlichen ist. Also das ist dann eigentlich nur Kalorienzufuhr, um zu überleben. Exakt. Und nur schon das wirkt sich wahrscheinlich auf die Psyche aus, abgesehen vom wahrscheinlich direkten Effekt über das Licht und diese Informationen. Exakt. Und heute weiß man auch, wenn wir einen gesunden Darm haben, dann der Darm, der hat einen direkten Draht auch zu unserem Kopf, dann besteht die Chance gut, dass auch
wenn hier Gutes ankommt, Gutes hier oben ankommt. Also das ist eine Wechselwirkung. Mhm. Also wir brauchen auch den Kopf, dass es da unten richtig funktioniert und gegenseitig. Also es ist ein Wechselspiel. Und ich denke, es ist das Einfachste, bei der Ernährung die richtigen Produkte auszuwählen. Die Dinge so naturbelassen zu essen wie möglich, und da bieten uns Sprossen ein riesen Angebot. Also sprich, wir haben 40 verschiedene Pflanzensorten und jede Pflanze schmeckt wieder anders, weil andere Inhaltsstoffe drin sind. Da haben wir zum Beispiel eine Boxhornklee-Sprosse und die hat sehr viele Bitterstoffe. Bitterstoffe, die fehlen fast in der kompletten Ernährung. Mhm. Weil die weggezüchtet wurden, weil ja in der Zubereitung, also die Leute ertragen ja gar keine Bitterstoffe nicht, ja. Genau. Aber das kommt zurück mit den Sprossen, weil Sprossen sind sehr nahe, also sind im Aufbau und sehr nahe an der Natur, so wie es die Natur erschaffen hat. Und dann kommt der Geschmack wieder zurück. Hilft durch die Bitterstoffe der Leber, also wir unterstützen auch unsere Organe bei der Entgiftung, wenn wir zum Beispiel so essen. Mhm. Wir unterstützen die Bauchspeicheldrüse, wenn wir zum Beispiel anstatt Cornflakes oder irgendwie Haferflocken zum Beispiel Buchweizensprossen ankeimen. Weil das unterstützt den Blutzuckerspiegel, das schnellt den Blutzuckerspiegel nicht super schnell hoch, sondern gleichmäßig steigt er an. Und dann muss viel weniger Insulin ausgeschüttet werden. Mungobohnen, dasselbe Thema, unterstützt uns zum Beispiel mit den natürlichen Östrogenen, also gerade in der Wechseljahrsthematik, auch beim Mann. Also heute weiß man, die Midlife-Crisis entsteht durch das Absinken des Östrogenspiegels beim Mann. Führt nachher dazu. Muss nicht sein. Also wir können uns von schönen Sprossen bedienen, die uns unterstützen. Und dann gibt es andere Pflanzenfamilien, wie zum Beispiel die Kreuzblütler, da ist Brokkoli dabei. Das Brokkoli ist jetzt in den Schlagzeilen, weil es in der Krebsthematik unterstützend wirkt, durch die Senföle, Sulforaphan. Wir haben zum Beispiel Radieschen mit den Antioxidantien. Und Antioxidantien brauchen wir, damit wir gerade in dieser Zeit robust sind für Sachen, die da kommen und dass unser Immunsystem gerüstet ist. Also können wir uns von dem bedienen. Also es spielt eine Rolle, ob wir Nahrungsmittel essen oder Lebensmittel essen. Es spielt eine Rolle, ob wir pflanzlich oder tierisch essen. Und so haben wir tagtäglich die Möglichkeit, uns Gutes zu tun. Und es ist so einfach, Sprossen zu ziehen. Also in 2 bis 3 Tagen sieht es so aus. Dann haben Sie die Möglichkeit, eine Box zu nehmen, Haushaltspapier rein, die Sprossen, die fertigen, im Kühlschrank aufzubewahren. Und dann bleiben die und dann wird das Glas leer und dann mache ich da die nächsten Samen rein und mache da noch ein bisschen Wasser dazu, lasse das über Nacht stehen und am Morgen gieße ich das Wasser weg und stelle das einfach so auf das Gestell. Und dann füge ich Wasser dazu, morgens und abends, und dann sieht das nach 2-3 Tagen so aus. Du hast noch erwähnt, füge ich Wasser hinzu, ja, das braucht es ja unbedingt. Ich möchte noch kurz auf die Wasserqualität eingehen. Wasser, das wir vom Hahn zapfen, ist das genügend mit der Qualität, ja, oder muss das viel gefiltert oder destilliert sein? Oder? Nein, ich arbeite auch mit unserem guten Wasser, wo wir in der Schweiz haben. Und ja, wenn man in einer Region wohnt, wo die Wasserqualität nicht so gut ist, wo es zum Beispiel durch Chlorzusätze gereinigt werden muss, wie geht man da vor? Das ist natürlich nicht so optimal. Optimal wäre natürlich, wenn jeder Haushalt seine eigene Quelle hätte und immer frisches Wasser. Aber da seid auch ihr Profis in der Wasseraufbereitung oder
Wasserquellen. Also das lohnt sich auch mal da reinzuschauen, weil 70% unseres Körpers ist Wasser. Und das macht auch da einen Unterschied, was für Wasser das, das ist. Also sprich Salzanlagen in Überbauungen und so, also das spüre ich, weil mein Geschmackssinn so ausgeprägt ist, ob da eine Salzanlage ist oder nicht. Und ich denke, wenn wir uns immer näher an der Natur bewegen und auch so essen, dann kommen, werden unsere Sinne auch wieder gestärkt. Also ich muss heute nicht mehr mich an ein Ablaufdatum halten, weil ich mein Geschmackssinn sagt mir, ist das Produkt noch genießbar, ist es förderlich für meinen Organismus oder nicht mehr. Und ja. Das spürst du. Das spüre ich und weil ich mich so ernähre, weil ich keine künstlichen Produkte nehme, also ich habe keine Geschmacksverstärker und so, wo unsere Sinne irritiert und so kommt man ins Vertrauen, das ist gut, das passt nicht, das, und es ist so einfach, seine Nahrungsmittel auf Lebensmittelqualität zu heben und das kann auch richtig Freude machen, also da kann also gibt es Müsli am Morgen mit Buchweizen, Boxhornklee, auch Mungobohnen, noch ein paar Früchte dazu, ist das eine wunderbare Geschichte, also es macht auch richtig Freude. Im Winter mache ich mir reine Sprossensalate und dann kommen da noch Gewürze drauf, also auch fast ein bisschen übertrieben. Öl und wieder Buchweizen dazu und dann ist das super ausgewogen, weil heute... Also man weiß, dass da 25% rein pflanzliches Protein ist. Das muss ich nicht verkochen, weil das Protein, das wird zerstört ab 42 Grad. Und so habe ich die Möglichkeit, dies im aufbauenden Stadium zu nehmen. Und dann ist man super schnell am Mittag kurz etwas zusammen machen, feines Öl dazu, Kürbiskernöl und dann macht das Freude. Wie ist das mit dem Kaloriengehalt und auch satt werden? Zum Beispiel, wenn ich Sport mache, einen erhöhten Kalorienbedarf habe, kann ich den mit einem Sprossensalat decken, ohne dass ich eine Menge essen muss, die dann eventuell wieder den Magen belastet? Ja, da erwähne ich explizit auch die Buchweizensprossen. Also Die bringen eine schöne Energie über eine schöne lange Zeit. Also es ist nicht die schnell verfügbaren Kohlenhydrate, wo kurz eine Spitze machen und dann wieder runterfallen und dann genau. Und dann kann man, also beim Sport braucht man ja vor allem Energie. Und Energie kann man gewinnen aus Proteinen, aus Fetten oder aus Kohlenhydraten und man weiß, man gewinnt viel mehr Energie von Fetten und von Fetten und Eiweißen als von Kohlenhydrat. Also tue ich mir ein Gutes, wenn ich mir zum Beispiel Cracker mache. Kann man aus Buchweizen machen. Ich kann noch Linsen in die Cracker machen, angekeimte Sachen und dann mache ich mir Cracker, Rohkostqualität getrocknet und dann habe ich genügend Energie, um da sehr gute Leistungen zu bringen. Also das ist interessant. Es gibt ja im Sport wahrscheinlich oder auch in unserem täglichen Leben auch als Amateursportler, der mal ein bisschen Gas geben will, gibt ja Momente, wo man kurz verfügbare Energie braucht, wie Kohlenhydrate oder direkt Zucker, um eine Spitzenleistung zu bringen. Aber wenn ich jetzt das so richtig verstanden habe, in einer Trainings- oder Aufbauphase ist das natürlich perfekt. Wunderbar, ja. Und der Vorteil, wenn ich mich so ernähre, ist, dass es nicht so schnell meinen Blutzuckerspiegel hochschnellt, dass ich nicht zum Beispiel die Mittagsmüdigkeit viel weniger habe, als wenn ich da so schwer esse oder schnell verfügbare Kohlenhydrate mit Insulinausschüttung habe, sondern das langsam. Also wie gepuffert und wird langsam freigegeben dann. Und dann sind da Enzyme drin, die Enzyme braucht es für die Stoffwechselvorgänge und all das ist etwas,
wo die Information vorhanden ist. Also unser System versteht, was da zu tun ist. Also es ist nicht, ich sage mal, ein Fremdkörper, wo, weil es in der Natur integriert ist. Und was für eine Reihe von Sprossen gibt es, beziehungsweise was sind so die gängigsten? Oder wenn ich mich mit denen eindecke, habe ich meinen ganzen Grundnahrungsbedarf gedeckt? Ja, so eine Einsteiger-Sprosse, das ist zum Beispiel Alfalfa. Das ist ein Klee, das wächst auch gut bei uns. Das ist eine sehr kraftvolle Sprosse, weil die, wenn man sie lässt, die Pflanze, die geht 12 Meter in die Tiefe und holt da Nährstoffe raus und hat alle essentiellen Aminosäuren, sehr viel pflanzliches Protein und eine Tasse voll Alfalfa-Sprossen hat gleich viel Vitamin C wie 6 Tassen Orangensaft. Also wir essen auch sehr komprimiert. Wir müssen nicht die Riesenmengen essen, sondern gezielt und aufbauend und im Leben eingebunden. Das ist der große Vorteil von den Sprossen. Komprimiert und ohne den Organismus zu belasten. Genau, weil das Protein zum Beispiel in dieser Form ist schon umgewandelt in Aminosäuren. Also der Körper kann das direkt aufnehmen. Die Stärke wird umgewandelt in Glucose. Also der Körper wird unterstützt in dem, dass der Keimprozess dies bereits gemacht hat, viele Inhaltsstoffe auch zusätzlich aufgebaut hat, also wie die Enzyme, da sind plötzlich sekundäre Pflanzenstoffe da, ein X-faches an Vitaminen und wir unterstützen den Körper, dass er diese Arbeit nicht machen muss, sondern die Nahrung bereits so bekommt, wie er sie versteht und direkt auch aufnehmen kann. Wie ist denn das, wenn ich zum Beispiel einen Sprossensalat oder eine Kombination von Sprossen gegessen habe, die ja sehr leicht wirken, jetzt mal rein optisch und wahrscheinlich auch beim Essen leicht sind, fühle ich mich nachher satt oder besteht da die Gefahr, dass ich da noch andere Sachen esse, um mich wirklich satt zu fühlen? Also ich bin auch jemand, wo gerne noch etwas zum Beißen hat, sprich, da kann man schöne Cracker machen. Ich mag es auch zum Beispiel, wenn ich Hummus habe, das ist gemacht aus angekeimten Kichererbsen, eine schöne Ladung Hummus drauf auf den Cracker und nachher eine schöne Hampfele Sprosse und nachher wird das so gegessen. Und dann hast du im Cracker etwas, das dich satt macht und Abwechslung auch vom Geschmack reinbringt. Genau. Oder ich mag es, eine größere Portion Reis angezogen und nachher ziehe ich mir Linsen dazu und Radieschensprossen und Kohlrabi und dann kommt da Salatsauce darüber und dann habe ich so schnell ein nahrhaftes, aufbauendes Lebensmittel gemacht. Das klingt sehr interessant. Ich habe noch ein Thema. Du hast Buchweizen verglichen mit Hafer. Und Hafer wird ja oft an Pferde verfüttert und die Pferde sind groß und stark. Mhm. Ist denn Hafer trotzdem dem Buchweizen unterlegen oder was sind da? Du hast vorhin das mal so erwähnt, lieber Buchweizen statt Hafer. Was ist denn da der Unterschied in unserer Verwertung? Also ich denke, dass Hafer sehr wertvoll ist. Aber es ist schade, wenn wir die Haferflocken zum Beispiel im Supermarkt kaufen müssen. Mhm. Weil heute weiß man, wenn es nicht mehr in der Form eines Samens ist, verliert es so schnell wichtige Inhaltsstoffe. Also auch Vollkorn, Mehl oder Flocken sind innerhalb kürzester Zeit oxidiert und haben nur noch Weißmehlqualität. Und da verlieren wir ein Riesenpotenzial, wenn wir das verschenken. Wenn wir Mehl kaufen oder wenn wir Haferflocken kaufen, es wäre viel intelligenter, wenn wir den Samen möglichst lange so belassen würden, wie es die Natur eingerichtet hat. Der eignet sich hervorragend zum Lagern, macht es auch das ideale Notvorrat Samen zu haben
und erst dann zu quetschen oder noch besser anzukeimen, ins Leben zu integrieren, als wenn wir da Haferflocken kaufen und ein Teil ist schon verpufft in die Atmosphäre. Also es ist nicht der Hafer selber, sondern der Zustand. Also grundsätzlich, genau. Wenn ich in der Keimphase bin, bin ich immer auf einem guten Weg. Ja. Es ist natürlich schon so, also unsere Getreidesorte, wie Extremfall Weizen, da ist in den letzten 100 Jahren so viel gezüchtet worden, dass wir uns immer weiter vom natürlichen Ursprung dieses Weizens entfernt haben. Und ja, da kennen wir die bekannten Probleme mit gereiztem Darm oder mit Glutenintoleranz und so weiter. Ja, Marco, wo können wir uns da weiter noch informieren, auf eigene Faust? Auf sprossensound.ch bekommt ihr viele Videos zu sehen, wo auch jede Sprosse einzeln beschrieben ist, welche Inhaltsstoffe das da drin sind, für was es nützlich ist. Da seht ihr auch, wie es gemacht wird. Da kann man Anleitungen runterladen. Und würde mich freuen, wenn ihr immer näher an die Natur kommt, weil es lohnt sich. Die Natur hat, auch für uns einen Plan und beschenkt uns mit einer riesen Vielfalt von Sprossensamen. Und das bedienen Sie sich aus der Apotheke der Natur, sage ich doch. Schön. Vielen Dank, Marco. Schön, dass du hier warst mit diesen wirklich motivierenden und wertvollen Informationen, die für jeden von uns eine Änderung im Leben bewirken können. Vielen Dank. Danke auch. Bis bald wieder. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen die Sprossen und ihre Inhalte, ihre Wirkung näher bringen und Sie dazu motivieren, das mal auszuprobieren, mal Sprossen anzusetzen und sich ein spannendes, interessantes, abwechslungsreiches Gericht zuzubereiten. Noch ein Hinweis, Marco hat Notvorrat erwähnt, darüber haben wir eine eigene Sendung noch produziert. Vielen Dank für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.